gut, die rechte gelbe, die sieht man jetzt gerade nicht mehr so. Oder Gold, ja. Und Mundo, ne? Mundo ist der Einzige, der keinen Skin hat. Der Skandal. Einzige. Das ist ja schon Grund, den wegzutreten, oder nicht? Mit der Poppy Ult? Ja, ganz ernsthaft, ne? Ich meine, im Finale sind wir hier, ne? Im Finale und er hat nicht mal einen Skin mit Mundo. Was ist das denn bitte? Wo sind wir nur gelandet? Direkt aus dem Team schmeißen. Oh Mann. Ja, hast du schon Poppy in den letzten Matches seit dem Rework gesehen? Also in einem Competitive, in einem Finale vor allen Dingen hier? Nein, noch gar nicht. Noch gar nicht. Wo ich sie oft sehe, sind halt in Matches, Ranked Game oder so, ne? Da siehst du die oft. Oder Normal Games. Da sieht man eine Poppy auf der Toplane schon recht häufig. Im Jungle zum Beispiel, wie jetzt, selber gespielt. Ich habe jetzt Smurf, weißt du, mit dem ich auf Bronze 5 droppen will. Und ich will verlieren. Und mir ist aufgefallen, dass es schwerer ist zu verlieren, als zu gewinnen. Wenn du wirklich verlieren willst, ne? Also, Ja. ich möchte verlieren, ohne dass ich Reports bekomme, weißt du? Weil wenn du die ganze Zeit nur für 9 Mal Report bekommst, weil du permanent in den Midlane in den Tower rennst, und das gegen dein Team halt vieles wie Hölle, dann kannst du halt nicht mehr irgendwann nicht mehr droppen, weil du halt noch gesperrt bist. Und es ist wirklich schwer, einen Teamfight zu kämpfen und da aber schlecht drin zu sein, wenn du eigentlich ja viel besser bist. So, du haust die Spells und irgendwann denkst du nicht dran, dann Scheiße, ah, weggehen und so ist so offensichtlich, ne? Einfach immer auf den Tank gehen, immer auf den Tank gehen. Wie spielt man offensichtlich schlecht? Das ist schwierig. Der Punkt ist, wir könnten ja rein theoretisch wirklich für den Mundo mal ein bisschen Geld sammeln, damit er auch mal einen Skin kriegt. Ne? Ist ja eigentlich schon. Ja, ne? Initiative spendet. Nee. Fällt mir gerade kein Spruch ein. Auf jeden Fall ein Spruch mit Spenden und Skin und Mundo. Ah, ja. Gut, ne? So einer also. Ja, richtig. So, Early Level 2 auf der Botlane. Black Mamba kassierte erstmal direkt. Ja, Twitch ist auf jeden Fall, Twitch ist ein super geiler, also super starker, super Oh, jetzt kommt nerviger Poppy hinzu. Gegner. Zack, Stun lief nicht, aber sonst nice Damage, der da rumkommt. Der Punkt ist halt auch, hier ist jetzt echt der Vorteil, dass sie mit Alistar echt noch ein bisschen Sustain haben. Das Problem ist wirklich, wenn du Twitch spielst oder wenn du einen Twitch als Gegner hast, dann hast du wirklich null Sustain und der ist dich permanent am Stressen mit diesem Scheißgift. Das Problem ist, du kannst auch nicht vernünftig mit ihm traden. Ja, richtig. Und du kannst auch nicht vernünftig mit ihm traden, weil wenn du keinen Sustain selber hast und versuchst mit ihm zu traden, macht sein Gift so viel Schaden, erst recht am Anfang noch, dass du einfach nicht vernünftig mit ihm traden kannst. Es ist True Damage Und halt, es sei ne? denn, es ist halt True Damage, aber du kannst dieses Gift, also ich persönlich skill das Gift auf Level 1 halt auch hoch. Also ich skill es hoch und es skill es auch auf Level 1. Du meinst diese Auslösung des Giftes? Jawohl. Ja, und hier kam gerade mal die Botlane direkt aus der Midlane geroamt. Und holt sich Orianna. Interessante Strategie. Jeden Fall, jetzt war auf jeden Fall der Thresher noch mit dabei. Aber das kann der Twitch auch später so, ne? Das kann Ja, der klar. Twitch auch später so. Dann steht er plötzlich dahinter und du stirbst, weil der Twitch irgendwie dahin kommt. Und was man sagen muss. Und du lagst wieder. Was man jetzt sagen muss, man muss gucken, was wird das für ein Twitch? Wird das jetzt ein Twitch, der hier auf Blaze und King geht? Hä? Ist Wird das okay. ein Blade-Twitch oder wird das hier wirklich ein Damage-Crit-Twitch? Und ich Ist bin okay. auch wirklich lieber der Freund vom Critten als vom Blade of the King. Zumal jetzt sowieso das Blade of the King schwächer geworden ist gegenüber dem Crit. Meinst du ja? Blade of the Rune King wäre jetzt hier besser. Nein, wäre schwächer. Warum nicht gegen Alistar besser? Weil Alistar ja, du fokussst in Alistar ja sowieso nicht und Alistar verliert ja sowieso. Also, der fehlt dir eh kein HP. Ob du Ja. jetzt das baust oder das baust. Also lieber direkt Infinity Edge, ne? Ja, lieber Oder direkt. Essence Reaver oder sowas. Sense Weaver nicht mal, du brauchst gar keine Cooldown Reduction. Und Auslösen des Giftes. Zack. Will er nicht. Jetzt kommt nämlich der Witz.
Ja gut, das Auslösen des Giftes kostet auch Mana, aber sein Weg ständig zu schmeißen kostet auch Mana, also. Ja, ja, klar. Ja gut, ja, er schmeißt die ganze Zeit, ich schmeiß halt nicht. Du nicht, ja? Solltest du vielleicht besser spielen, ne? Oh. Eieieiei. Instalock-Feed. Der muss aufpassen. Sehr, sehr greedy. Und jetzt kommt Rek'Sai hinzu, schön gemacht. Rek'Sai geht auf Trash und der Rest kümmert sich hier um die Tero und die Lantern. Die war da. Keeper Mark nochmal vorgeflasht. Der Dot reißt es alleine schon. Jetzt muss da geholfen werden. Poppy ist auf dem Weg. Fizz ist auf dem Weg. Aber trotz allem sehr gefährlich. Hook ging daneben und jetzt ist Poppy halt eben auch down. Braucht sich nur einen buddeln. Zack, genau, die Q. Macht genug Schaden. Und auch Fizz wird jetzt arg Probleme haben. Vayne mit dem Stun. Das war's. Autotech. Wow. Krass gemacht hier. Von YOLO. Begann mit dem wundervollen Gank. Frage ist, muss ich nach diesem flotten 4 zu 1 überhaupt noch darauf eingehen, was für Stärken Twitch hat? Was sie geändert haben? Tja. Was haben sie großartig geändert? Ich glaube nichts, ne? Doch, sie haben das so eingeführt, dass wenn er einen Kill macht, dann kann er mit seinem Q wieder unsichtbar gehen. Oh, das ist natürlich cool. Der Q resettet sich. Das ist cool. Das ist so geil. Kill direkt wieder, pupp, unsichtbar. Ja, jetzt sind wir hier in der 6. Minute. 4-1 und echt schöner Tower Down, ne? Ist jetzt mies gelaufen. Hätten sie vielleicht wirklich einfach die Botlane down gehen lassen sollen, hätten sie auf jeden Fall jetzt noch mittelt. Mhm. Jetzt haben sie echt für die Situation ziemlich viel verloren. Allerdings hat das rote Team auch wirklich gut rotiert. Fizz hier schon das vorher. Das ist das Ende. Definitiv. Das muss. Muss einfach. Fizz mit. Ja, wie du schon sagst, ne? Sofort Level 6. Was soll Orianna da machen? Ja, vor allen Dingen auch gut gemacht von dem Fizz. Und die Orianna war, glaube ich, auch mehr überrascht als alles andere, dass er schon Level 6 ist und sie noch Level 5 ist. Mhm. Obwohl sie ja bei den Kills dabei war, ne? Die geben ja auch halt bei den Kills dabei war, ja. Erfahrung, gut. Aber sie hat sich halt den Farm geteilt mit ihren ganzen Kollegen, die auch noch da waren, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Jetzt hatte ich die Frage, also ich persönlich spiele Twitch lieber wirklich mit einer Morgana gegen diese Kombination. Aber gut, das konnte er sich natürlich vorher nicht aussuchen. Hm. Frage ist jetzt auch hier, ob man nicht. Ja gut, also ich sage ja immer, man soll was Aggressives gegen Orianna picken, weil Orianna am Anfang noch relativ schwach ist. Die Frage ist aber trotzdem, ob ein Fizz besser wäre gegen den Mundo. Weil, ne, allein schon wegen dem prozentualen Damage, wegen der Heal-Reduzierung. Aber die Frage ist aber wirklich wieder, ob die Lulu nicht einfach zu schwach gegen die Orianna wäre. Okay. In meinen Augen. Weil du halt eine Orianna am Anfang echt unter Druck setzen musst, weißt du? Du musst sie ja killen. Ja, klar. Weil. Ja, klar. Einfach da wieder der Punkt, AP-Ratio und Grundstats. Grundstats sind scheiße, AP-Ratio ist gut. Tja, ich glaube Matchup hier Mundo gegen Lulu, ab Level 6 hat Mundo eine Chance, ne? Mit seiner Ultimate. Ja, gut, prinzipiell, ja, schon. Also prinzipiell hat er erst recht, also er hat, ich würde sagen, er hat erst eine Chance ab dem Punkt, wo er sich denn hier dieses Vor-Item von Geistes sich gekauft hat, weißt du? Mhm. Um ein bisschen mehr Gieresistenz zu haben. Aber dann verpulvert die Lulu mehr ihr ganzes Mana, als da irgendwie damit Damage anrichten zu können. Zum Blue Buff hin. Was der Twitch hier zum Beispiel besser machen könnte, er könnte sich halt permanent in den Busch stellen, könnte aus dem Busch raus angreifen. Dann wissen die Gegner nämlich nicht, wann er unsichtbar geht. Also, wenn man die ganze Zeit nicht im Busch steht, man steht die ganze Zeit auf der Lane und geht dann plötzlich in den Busch und taucht eine Zeit lang nicht auf, dann denken sie sich automatisch, ah, der ist unsichtbar und kommt an, weißt du? Mhm. Gut, der ist jetzt sowieso noch nicht in der Situation, dass er sich das leisten könnte, vor allem gegen den Alistar. Ne? Der Alistar, wenn er da hingehen würde, würde er direkt in den Tower gekickt werden und hochgenockt werden. Deshalb halt Morgana mit Spell Shield. Ein ganzes Stück cooler in meinen Augen, weißt du? Aber, ja, aber an sich wissen sie jetzt damit immer automatisch, wenn er in den Busch geht, ah, okay, er geht unsichtbar.
Und das wird er auch hundertprozentig so machen. So, Rex sei vor allem ready. Messer des Fährtenlesers. Er möchte die Ward stellen. Hat sich gekauft. Plus eben Tanky, ne, mit HP. Und Messer des Fährtenlesers. Gut, dann wissen wir jetzt auch mal, wie das Ding heißt. Glutkoloss. So nennt sich das Ganze auf Deutsch. Messer des Fährtenlesers, Glutkoloss. Und Poppy wird dann auch auf Klinge des Pirschers Glutkoloss gehen. Gut, die Poppy wird es sicherlich aber auch brauchen, um ihren E noch irgendwie besser setzen zu können, ne? Ja, allgemein, ne? Sie ist halt, wenn sie tanky ist, hat sie... Sie macht halt so schon prozentualen Schaden. Doppelt ja auch jetzt, ne? Die Frage ist jetzt hier, ich glaube, Poppy hält den Tunnel nicht auf, ne? Müsste durchgehen, der Tunnel, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Welchen Tunnel? Achso, den nee. Tunnel von Rexa. Ich glaube nicht, nein. Tja. Sehr ruhiges Spiel, ne? Die erste Zeit ging Action, ging's ab. Jetzt ist es auf einmal sehr ruhig geworden. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich vermisse das Season 1 und Season 2. Das war so entspannt. Ja, ob entspannt so schön ist, ich weiß nicht. Ich fand's gut. Ja, Twitch auf jeden Fall eine ganze Ecke besser am Farm und der Trash immer wieder am Vortäuschen mit seiner Lantern. Er täuscht immer wieder ein Gang vor. Wenn er klar, will, dass die Gegner weg sollen. Das macht es halt super schwer, dann zu entscheiden, ob es jetzt echt ist oder nicht echt ist, ne? Richtig, richtig. Das macht's interessant. Man sieht auch immer wieder, er rennt vor, ne? Er täuscht an und Vayne versucht halt alles, um ihn wegzukicken, so, dass er nicht der Jungler, der gegen ihn ankommt. Der Vorgetäuschte. Oder irgendwann der echte. Eben, jetzt Mundo. Mit seiner Ultimate will er den Damage machen. Rek'Sai kommt nämlich hinzu. Zack, und er nutzt nicht den Tunnel und das war's. Flash Engage, Knock Up. 5 zu 2 für YOLO. Hier wird schon vorgewarnt. Oh, der Hook sitzt nochmal. Und genau das, was man selten machen darf, ne? Gegen einen Alistar irgendwie unter den Tower laufen. Jetzt war der 4-Mann-Gang auf der Botlane. Fizz kommt hinzu. Poppy ist schon da. Vayne kriegt den Stunner irgendwie noch auf den Fizz rauf. Der Fizz kann aber runterspringen unter den Tower. Und das war's für ihn. Jetzt geht's hier aber richtig ab. Ludo noch mit hinzu. Alle 5 hier von Barcode vor Ort. Mundo keine Chance mehr. Wird unter dem Tower noch genommen. Und oben kämpft Trash nochmal ganz alleine. Kriegt hier aber die... Orianna holt ab, der Outtake kommt nicht mehr durch, der Kill ebenfalls nicht. Jetzt Rek'Sai alleine versucht nochmal ordentlich Damage auszuführen, aber Orianna zu weit vor. Ermöglicht eben Twitch hier noch einen Outtake auszuführen. Ich glaube mit dem Gift, das reicht nicht. Nein, reicht nicht. Aber jetzt kann Drake gemacht werden. Poppy beginnt bereits den Drake. Sehr gefährlich allerdings, weil alle Lowlife sind. Und wenn Rek'Sai jetzt hinzukommt mit Full Life, oh, das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber er ist zu spät. Er ist zu spät da. Und das ist definitiv der Drake. Aber kein Mana. Er könnte reingehen, oder? Er könnte einfach reingehen. Die haben alle kein Mana und er sieht es nicht. Und dann bleibt er stehen, der Twitch. Oh, da kommt aber noch die Vayne von oben und wird ihn definitiv gegen die Hand haben, ja. Okay. An Tower. Schnell genug. Keine Chance mehr. Und da ist Alistar. Holt sich nochmal Poppy. Rek'Sai geht einfach weiter. Na gut, wenn man stillsteht, sieht man es nicht. Ich sehe jetzt gerade, der Twitch geht doch auf schön auf Humus, das macht man auch noch, ne? Damit er aus der Unsichtbarkeit rauskommt, du siehst deine Ult, die Ult ist halt dein krasser Moment sozusagen, ne? Mhm. So nach dem Motto, du stehst jetzt auf der Bühne, ja? Deshalb krasser Moment, na egal. Und, gut, Humus wurde auch gebufft, ne? Humus wurde vom auch Attack gebufft, Damage ja. Halt, ne? Macht dir 75 Attack Damage und bufft dir das Team halt und das ist schon sehr stark. Und gibt halt nochmal Flat Armor Pen, ne? Was mittlerweile ja recht relativ wichtig ist, dadurch, dass der letzte Atemzug halt nur noch zu zusätzlicher Armor gilt und nicht genau. Nur zu der kompletten genau. Armor. Hilft auf jeden Fall, wenn wir die Vayne angucken, ne? Die Vayne hat jetzt hier 42 Armor,
ne, 48 Armor, dann die 20 Armor weg, hast du noch 28 Armor, ne? Sag schon mal halbiert. Mit Humus. Ja, farmmäßig ja Ludo jetzt noch voraus. Aber Botlane, ne? Twitch gegen Vayne. Ja, 120 zu 84. 40 Ja. Farmvorteil. Vayne Geht jetzt allerdings mit den allerdings. besseren Kills. Geht jetzt hier sogar ein Stück weit hinten, aber der Twitch hat halt genauso ein absurdes Late Game wie Wayne, ja? Also das darf man nicht vergessen. Wenn diese Ult erstmal durch alle durchzieht, ist das ein abnormaler Damage, der bestimmt sogar über Wayne einzusortieren ist. Zumal die Ulti auch auf alle das Gift draufsetzt. Das Gift draufsetzt, du kannst alle entziehen. Und der erste Schlag krittet sogar. Also das erste Ziel, das getroffen wird, krittet. Oh, jetzt geht's Mundo an Kragen. Ultimate ist draußen, sind aber vier gegen Mundo. Da hat er keine Chance, da kann er nichts machen. Poppy tankt das Ganze. Eieiei, schöne Rotation. Mundo konnte aber leider nichts sehen. Er hat selber null Ward Protection, nur eben im River. Und defensiv kann er da halt nichts erkennen. Aber ja, wobei, nee, er hatte zwei Wards. Auf der Botlane ist der Twitch alleine, wird wahrscheinlich seine Ult zum Wave Clear benutzen, gehe ich mal von aus. Oder auch Ja, nicht, oder letztlich doch? gerade, glaube ich, aktiv, oder? Aber er kann. Ja, es ist schwierig. Er hat seine Ult, große Reichweite. Allerdings, ja. Wenn Alistar da einfach mal mit Händen dann auf ihn raufgeht, ne, dann ist der Rückzug Ende. Gut, er hat sie auch nicht gebraucht, hätte er gesehen, dass sein Thresh noch kommt. Wenn der Thresh jetzt nicht gekommen wäre, wäre ich einfach, hätte ich mit Ult persönlich die Wave zum Beispiel geklärt. Die Range ist, liegt ja, glaube ich, dann bei 1100, wenn du die Ult aktivierst. Richtig. Ist auf jeden Fall riesig, die Reichweite. Na, bei 850 Reichweite und ich glaube, wenn man sie auf Level 3 hat, sind sie bei 1100. Was ja das Uncoole ist bei Twitch, und das muss man sich auch zu Herzen nehmen, wenn man gegen Twitch und gegen der Twitch-Bull spielt, wenn man nach links und rechts läuft, dann kann man diesen Schüssen auch ausweichen. Okay. Ja, das ist Findet ihr? wirklich. Ja, stimmt. Oh, da kommt Zugriff und die Rettung zum eigenen Team. Jetzt warten sie dort. Haben die Vision gehabt. Was auf jeden Fall die Poppy hier machen kann, ist den Headbutt bestimmt von Alistar aufhalten. Das ist möglich, ja. Das muss man natürlich dann auch sehen. Oh, jetzt die Ultimate. Weg mit euch! Oh, da sehen sie Lulu. Und dann gehen sie hart drauf. Eieieiei, Keeper Markt hinterher. Lulu muss hier auch einen Spurt anlegen. Wenn sie jetzt in dem Moment einen Geist hätten. Ja, ne? Aber sie holen sich den Herold. Der Kluft. Den Harald, wie wir ihn genannt haben. Harald! Harald ist down! Rek'Sai holt sich Haralds Buff. Ja, wir haben auch wie im letzten Game gesehen, es war wirklich YOLO, die am Anfang extrem stark waren, ne? Und jetzt halt so ein bisschen aufgehalten werden, von Killsmäßig her, auch vom Farm, sich nicht absetzen können. Jetzt aber hier stark durchpushen. Top Lulu, Bot Twitch, sie sehen es, sie pushen. 3 gegen 5, müssen aufpassen, unterm Tower ist natürlich gefährlich. Lulu von der Seite, slowt nochmal gut. Teleporter mit rausgenommen. Hätte eventuell sogar Top-Lane dafür weiter pushen sollen. Weil Lulu versucht wirklich, das zu ändern, dass sie sich porten, dass sie Zeit verlieren. Drake ist in 27 Sekunden live. Und Aber sie trotzdem clearen. teurer Drake für einen Teleport. Ich glaube, den Drake werden sie hier bekommen. Ihren zweiten. Sie clearen auf jeden Fall wahnsinnig gut die Vision hier im Vorfeld schon. Und das ist Drake Nummer 2. Ohne Widerstand geholt.
Objective-mäßig steht Barcode hier besser da. Witch immer noch mit 30 Farben vorne gegenüber der Wayne. Goldmäßig, warte, drücken wir mal drauf. 6000, ja gut, dreimal 300 Gold vorne. Nicht mal 300 Gold, doch, 300 Gold. 300 Gold vorne. Wer? Gut. Twitch gegenüber. Achso. Trotz 30 Farben halt mehr, ne? 300 Gold vorne, dafür ein Bild weniger. Na genau, das macht halt den Unterschied aus, ne? Und da so 15 Farmen sind halt ein Kill. Ich bin so Top-Lane, aber gut, ich sag mal, auf Top-Lane ist Lulu gegen ihr, ne? Dr. Mundo. 30 Farben genauso vorne. Ich denke, das macht's auch aus, warum hier immer noch das blaue Team, sprich Barcode, einigermaßen noch gut an den YOLOs dran ist, was Gold angeht. Und der gute 30 Farben Rückstand von Fizz kann halt auch nur durch seine 4 Kills eben ausgeglichen werden. Aber siehst du jetzt hier zum Beispiel, da geht halt die Orianna halt jetzt direkt auf Damage drauf, ne? Und das muss halt eine Orianna auch machen. Also ein defensives Item okay, aber zwei nee. Kannst du vielleicht mit Illy machen oder so, aber. Mehr auch nicht. Pause. Pause, Pause, Pause. Twitch hat Lags. Das muss jetzt natürlich unterbunden werden. Und wir machen jetzt hier flott die Minikarte aus. Und ich sortiere mir in der 21. Minute mal mein Board down. Du mach das mal. Du kannst auch mal darüber reden, was sie für ein Board eigentlich haben, ne? Die Items. Vayne mit Blade of the Rune King und vermutlich danach Seal. Aesthetics. Ja. Ich sehe es. Ist sogar das, also es ist sogar noch das alte Wayne-Bild. Ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile. Also ich hab's oft so gesehen, dass die Waynes mittlerweile echt auf Damage mit auf Crit gehen, weißt du? Weil Blade of the Rune King halt schwächer geworden ist oder genervt wurde. Und Twitch jetzt hier direkt als zweites Item auf Hurricane ist ja gut, ne? Ich sag mal, wenn er auf irgendein Attack Speed Item geht und dann hat er die Wahl zwischen Zekes und die Wahl zwischen Rapid Fire Cannon und die Wahl zwischen dem Hurricane Runens, ja doch Hurricane, ne? Dann würde ich wahrscheinlich auch Hurricane wählen. Habe ich auch schon oft mal ein bisschen mit rumexperimentiert. Das Doofe ist aber nur, dass du halt keinen Profit bei der Ulta rausziehst, ne? Aber an sich natürlich immer gleichzeitig auf drei Leute deine Dots verteilst. Klar. Ja, und weiter geht's. Ist auf jeden Fall eine schicke Variante. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, du hast Rapid Fire Cannon, machst den ersten Schuss sogar mit deiner Ultimate und die 1100 Range werden einfach mal nochmal mit plus 250 Range belohnt, ne? Oh, da ist Twitch. Mit seiner Ultimate aktiv. Oh, schön, Orianna Ulti. Jetzt muss der Fokus kommen. Ah, wird aufgehalten. Poppy stand dort. Huckt auf Mundo. Jetzt stehen zwei Tanks vorne. Drei Tanks. Die Frontline deckt schön die Blackline ab. Da kommt Twitch einfach nicht durch. Er versucht es. Man sieht es. Er will vorbei. Mundo, Rek'Sai. Und Alistar, die decken da einfach komplett. Hat man richtig schön gesehen, ne? Die ganze Lane, die Breite, war von denen dreien gedeckt. Mhm. Vayne und Orianna standen dann einfach komplett safe. Man muss aber auch sagen, dass die Poppy hier ihre Ult echt, ich sag mal, so lahm eingesetzt hat. Ne? Man kann sie wirklich im Notfall dazu einsetzen, ein einzelnes Target hochzunocken. Aber erstmal willst du keinen Mundo hochnocken und zweitens willst du wirklich Leute wegkicken. Und währenddessen halt mit dem restlichen Team fighten, weißt du? Damit du halt eine 5 gegen 3 Version zum Beispiel erzeugen kannst. Und hier hat sie halt ihre Ulta zu benutzt, den Mundo hochzuschmeißen. Ich glaube, sie hat es aber auch benutzt, weil sie schon verwendet hat und nicht mehr abbrechen konnte, weißt du? Ich glaube, die hört nämlich nicht irgendwann auf. Das ist nicht irgendwann so, dass du deinen Cooldown zurückbekommst und dein Mana wird refounded, sondern und dann hat sie halt einfach mal so verwendet. Aber sie war ja nicht mal aufgeladen. Also
glaube, das war einfach dort ein bisschen daneben gerückt. Durchaus möglich. Hurricane jetzt, ne, auf Twitch. Ja, wie gesagt, Hurricane, habe ich ja eben schon, meinte ich ja schon, der kriegt ja die Dots auf jeden drauf. Aber ich finde trotzdem ein ziemlicher Favorit von der Rapid Fire Cannon, Zusatzdamage. Und wenn die Targets sowieso nicht so unbedingt geknubbelt stehen, ne, ich sag mal, gut, jetzt stehen sie hier schon, die Tanks stehen meistens schon auf einem Haufen. Ist auch möglich, aber ich finde Rapid Fire Cannon mit diesem 150 Zusatzrange zu der 1100 Range einfach nochmal viel geiler. Weil mit 1250 Range mit einem Outdoor-Deck, hallo. Ja. Und das kann in manchen Situationen schon entscheidend sein. Vor allem für so eine Ult ist das halt mega geil, ne? Ja, ich bin gespannt auf Poppy, die kann ja eigentlich die Frontline so auch wegkicken, ne, mit ihrer Ult. Wenn ja, eben, genau, sie kann sie jetzt wegkicken. Wenn sie sowas jetzt aufbauen sollte. Sie kann aber halt auch die Backline wegkicken zum Beispiel, ne? Weil die Backline wird höchstwahrscheinlich besser zum Wegkicken sein, weil sie die Frontline ja direkt noch da haben und direkt mit der Frontline kämpfen können. Mhm. Wenn sie die Frontline wegkicken, ist die Frontline allerdings wieder schneller bei der Backline, beziehungsweise müssen sie auch selber erstmal an die Backline rankommen. Hier wäre jetzt wirklich interessant, mit der Frost Queen zu spielen, ja? Die Frontline wegzukicken, Frost Queen hinterher zu schicken und damit die Backline sofort um 60% für 4 Sekunden lang zu slowen. Ja, aber beide Teams haben keine Frost Screen. Ja, das ist das Problem. Ja. Frost Screen wäre jetzt hier echt angebracht für das Blaue, also für das Barcode-Team. Jetzt bahnt sich hier wieder ein Fight an. Poppy, Twitch zeigen sich, keiner kann rauf. Bam, weg ist Mundo über die Wall, jetzt geht's rauf. Rek'Sai wird gefokust, der kann aber mit dem Tunnel rüber. Hier steht Fizz hinten, holt sich die Orianna, aber er schafft es nicht, wird geforst. Down, aber Twitch reißt die Orianna noch mit seinem Gift. Beziehungsweise Fizz, der hat ja auch noch einen Dot drauf, kriegt da den Kill. Mundo steht vorne. Mundo steht immer noch vorne. Rek'Sai kommt ebenfalls vor, Poppy und Crash out of position. Das sind leichte Ziele für Vayne. Jetzt dreht Twitch auf. Jetzt dreht Twitch. Siehst du aber, was für ein Twitch, was für ein geiler Champion. Unfassbar viel Damage. Ja, und er hat jedes Mal, wie du schon sagst, mit der Q, ne? Unsichtbar hinterher und da kommt der Boost. meine Herren. Sie könnte theoretisch auch noch sterben, ne? Nee. Aber nee. So viel Damage macht das Gift zum Glück nicht, aber ist trotz allem während des Fights immer wieder True Damage, ne? Eben, ich glaube sogar in diesem Teamfight war gar nicht mal seine Ult ab, oder? Oder habe ich sie einfach vollkommen übersehen? Ne, die war nicht ab. Ich bin mir sicher, die war nicht ab. Also dahin gehauen, wo man sie nie sieht. Ja, also die. Stimmt ja, also Lulu hätte ja sogar eine Frostgreen bauen können, ne? Also. Kann sie immer noch machen, ne? Gut, aber bis dahin hat sie jetzt halt schon Gold verschenkt, ne? Ja. Wobei das, was sie hat, ist auch nicht gerade schlecht. Sie hat genug CC Reduction. Sagt ja keiner, aber eben in dieser Kombination mit Poppy kann ich mir das irgendwie vorstellen. Aber ist natürlich auch wieder nur eine reine, jetzt immer Idee von mir, sag ich mal. Eben. Uff. Ach, nice bait. Wie findest du eigentlich das neue Bild von Phantom Dancer? Mir gefällt das irgendwie nicht. So unauffällig. Ah, oh, ja. Sie kann den Tunnel unterbrechen. Hast du es gesehen? Ja, habe ich gesehen. Sie kann den Tunnel unterbrechen von Rek'Sai. Und sie kann natürlich auch den Knock von Alistar unterbrechen. Kann sie auch das Tumblen unterbrechen? Ich glaube, das Tumblen kann sie nicht unterbrechen. Doch. Das Tumble? Also wurde abgeblockt beim Tunnel. Nein, das Tumblen von Tumblen. Ich glaube ja. Es ist jede Fähigkeit, ne? Aber ich glaube, du musst es währenddessen machen. Es kann eh funktioniert halt zum Beispiel, ne? Ja, aber ich glaube, du Geschwindigkeitsbuff und so zählen da ja nicht, ne? Nee, Geschwindigkeitsbuff zählen nicht. Bam, da kommt es. Er kann nicht mehr weg, weil Poppy diese Fähigkeit aktiv hat. Jetzt geht's ab Twitch. Schau dir Twitch an, rechts, ganz offen. Zeigt sich quasi, wird in den Tower gekickt, müsste sich wieder unsichtbar machen, aber wird hier gesaved.
Beide Tanks gegen Twitch, keine Chance. Jetzt ist da die arme Vayne ganz alleine, ihre Frontline fehlt. Aber das ist das, was du super mit Twitch machen kannst. Du kannst dich positionieren, wie du es willst, ja? Du gehst unsichtbar und kannst dich positionieren, wie du es willst. Wie du das haben möchtest, so stellst du dich hin und das klappt für dich halt. Ja, und das ist der Baron. Das ist der Baron für Team Barcode. Ja, 12-9 jetzt mittlerweile. Oh, Rex hinterher. Bam, wieder abgeblockt. Läuft er gegen eine Wand. Da ist wirklich Potenzial jetzt da und ich glaube, der Rex hatte auch große Probleme mit der Poppy. Ich glaube, dem geht das richtig auf die Nerven. Das ist schon eine starke Sache, ne? Ist aber die Frage, wogegen du es halt pickst, ne? So gegen eine Blanc musst du das erstmal schaffen, weißt du? Aber gegen so einen Rek'Sai, dieser Tunnel ist schon relativ langsam, sag ich mal, ne? Das stimmt, der ist wirklich langsam, der Tunnel. Du hast immer Zeit zu reagieren, du kannst flashen oder sonstiges machen. Du kannst immer ausweichen. Es sei denn, du hast halt nichts mehr ready zum Ausweichen. Dann wird's halt schwierig, ne? Weil wenn du ankommst, kannst du trotz allem, oder noch absetzen. Gut. Oder halt gut. Poppy wieder. Wie reagieren hast. Tja, ob sie jetzt in dem Krieg mit dem Buff? Erstmal T2 Tower holen. Weil es natürlich schwierig gegen drei Tanks da irgendwie zu pushen. Mittlerweile das Infinity Edge übrigens von dem Twitch. Und zu dem Bild. Also nicht zu dem Build, sondern zu dem Bild von Phantom Dancer. Finde ich das alte generell sowieso besser, weil ich bin der Freund von dieser alten Grafik, die diese ganzen alten Sachen noch hatten, weißt du? Okay. Auch die Jungle Monster und so? Nee, das, also ich meine aber das Bild, also dieses Aussehen, die kleinen Icons und sowas. Ja. So einen Retro-Mode würde ich mir allerdings auch mal wieder wünschen, die alte Map zu spielen. Die fand ich auch irgendwie cool. Eieiei. Tja, die Frage ist, ob drei Full-Tanks sinnvoll ist, ne? Ich meine, klar, Rek'Sai hat auch noch ein schwarzes Beil. Wobei ich gar nicht. Ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, wenn Rek'Sai sich noch die titanische Hydra holt. Mit extra Life. Und dann meinetwegen noch irgendwas mit Armor. Weil Armor halt auch nur Twitch ist, ne? Ich sag jetzt. Ja, gut, Dings ist ja auch. Poppy ist ja auch an sich. Ja, aber die macht halt auch ihr Fernkampf, wenn die sie hat. Das ist AP-Schaden. Der Rest macht prozentualen Schaden. Und ebenfalls AP, glaube ich, ne? Ihr Q ist ja auch magischer Schaden. Nee, Q müsste normaler sein. Müsste AD sein. Normal. Aber sonst, ihre E ist definitiv AP und ihre Ulti ja, glaube ich, auch, ne? Ihr E ist auch normal mittlerweile. Nein, ich sehe immer blaue Zahlen, wenn ich damit irgendwo gegenknall. Poppy schnappt sich einen Gegner, verursacht 130 plus 10 normalen Schaden und reißt diesen mit sich. Tatsächlich, okay. Na gut, ich dachte, ich sehe immer blaue Zahlen. Die alte war blau. Ja, Alter, war blau. Ja, alles AD ist auch nicht richtig. Weil oh, da ist die Ulti. Bam! Tschüss, Rek'Sai! Und da steht, Orianna halt offen, ne? Und da geht sie rüber, die Poppy. Da geht sie rüber. Aber der Fokus sieht jetzt ein bisschen schlimmer aus hier. Wir haben Vayne, Orianna noch hinten in der Backline safe. Die Frontline jetzt ganz fokussiert. Jetzt macht Twitch, Ludo, wo stehen sie? Ich erkenne gar nichts mehr. Poppy reißt auf jeden Fall 4. Fizz kriegt auch noch einen Kill. Hier sind auf jeden Fall, die Flash ist auf jeden Fall für den Twitch down gegangen. Wussten sie auch und müssen sie auch. Ja, tummeln kann sie nicht. Haben wir gerade gesehen. Kann sie innerhalb der Zone nicht.
Und es war brutal. Die standen alle auf dem Haufen. Es ging noch. Ich glaube, keiner hat was gesehen. Die haben alle nur reingeschmissen, ihre Fähigkeiten. Ja, aber sie haben versucht, also der Alistar ist Richtung Twitch geflasht in diesem Fall. Und das restliche Team ist auch direkt Richtung Twitch gegangen. Twitch wurde dann aber nochmal gerettet, quasi durch Lulu. Und dann nochmal gerettet, dadurch, dass wirklich alle auf einen Haufen standen und wahrscheinlich nicht mehr jeder den Klick auf Twitch getroffen hat. Tja, Lulu kann da ordentlich was reißen, vor allem wenn alle CC abbekommen. Und vor allen Dingen, wenn alle auf einem Punkt stehen, das haben wir auch gesehen, die Twitch-Ult hat mehrere Leute getroffen. Was für ein scheiß Schaden die macht. Hey. Twitch, das ist wirklich ein echt, also das ist ja Wahnsinn. Also was heißt Wahnsinn, aber der Twitch kann sich hier auch gut positionieren, dadurch, dass er wirklich mit seiner Unsichtbarkeit sich positionieren kann, wie er Bock hat. Und dadurch, dass er mit seiner Ult auch einfach eine Range von 1100 hat, weißt du, kann der echt so sicher stehen und so safe stehen, dass wirklich der Alistar nur die Möglichkeit hatte, da ranzuflashen und ihn hochzukicken, um da irgendwie ranzukommen, um ihn irgendwie zu CC'en. Und selbst dann hat es noch nicht mal gereicht, weil selbst wenn das Ganze eintrifft, kommt auch noch der Save von entweder Thresh mit dazu oder von der Lulu. Richtig. Wenn das Ganze mit einer Morgana ablaufen würde, dann wäre es sogar noch absurder, weil dann müsste der Thresh noch nicht mal irgendwas treffen oder irgendwas wo richtig hinwerfen, dann müsste man nicht mal eine Laterne sehen, weil der Space Shield aber den kompletten Job macht. Ja, Baron haben wir in 50 Sekunden wieder bereit.17-10 mittlerweile, 7000 Gold Vorsprung, ne? Soweit hat Andrew Griffin sich bis jetzt nur einmal selber vorgearbeitet. Andrew Griffin, ich sag schon wieder YOLO. Mich verwirren die Leute im Chat total. Vor allem das Witzige ist ja, als Andrew Griffin das letzte Mal wirklich angetreten ist, habe ich den Namen nicht auf die Backen bekommen. Na, Tower wird gemacht, T2, kein Problem, down. Jetzt wird weiter reingepusht. 6 Turrets, jetzt nur noch die Inhib-Turrets sind weg. Sind vernichtet worden quasi. Jetzt fehlen nur noch die Inhib-Turrets. Und dann steht einem Inhib nichts mehr gegenüber. Ich bin ein bisschen verwundert, warum hier der Twitch wirklich auf das Penetrations-Item hier, auf diesen Last Whisper, diesen neuen Last Whisper geht. Mit klaffenden Wunden, ja. Weil diese Wunden werden durch Lulu sowieso auf den Mundo draufgezaubert. Und nur für den Mundo ist das gut. Sprich, man hat ja zweimal Wunden und diese klaffenden Wunden. Ja, man muss aber auch. Die sind so schwach mittlerweile geworden. Ja, man muss natürlich aber auch sagen, dass Lulu nicht immer vielleicht Mundo trifft, ne? Und Mundo halt. Ja. Auf jeden Fall ist dieses Last Whisper ja nicht verkehrt, ne? Weil Mundo so viel extra Armor hat. Ja, Last Whisper an sich schon. Oh, Mimix. Kriegt da ein Monster-Schild ab. Wahnsinn, jetzt wird hier durchgegangen. Twitch hat sich positioniert hinter den Linien. Und zusammen mit Fizz wurde gerade zerrissen. Wir gehen nochmal zurück, weil das wird das Ende sein. 15 Sekunden eben zurück. Wir sehen Baron Fight. Und beobachten mal eben Twitch, wie sich Twitch hier positioniert hat. Er sieht jetzt... Trash geht rein, die Szene haben wir gesehen. Jetzt bleiben wir mal kurz hier beim Twitch. Sehen, Lulu steigt um in den Kampf ein und Twitch positioniert sich eiskalt als AD Carry, weil das kann, wie Marco schon sagt, hinter allen und macht die Ultimate an und trifft einfach alle Ziele. Verursacht damit so viel Schaden zusammen mit Fizz, dass das Ganze gelaufen ist. Ja, und so ist das mal ein Twitch, der mir gefällt. Ich habe schon einige Twitches gesehen und der Twitch spielt auch nicht mehr so, wie ich ihn auch spiele. Nee, sag ich so. Ja, und jetzt wird der Finish eiskalt durchgezogen, klar. Die Turrets getankt. Noch Damage gemacht. Und das war's. Es war ein Best of One und das hat hier Barcode gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Finalmeister hier. Das Triforce Super Sundays am 3.1. und ja, erster Sieger quasi in diesem Jahr 2016. Glückwunsch. Glückwunsch.
Also, ich hoffe, das erste Baby hieß ja, glaube ich, Hans Klaus oder so. Nee, Fr